Du sagst ja gar nichts. Sollen wir nicht über Wittgenstein reden? Was soll ich denn über den sagen? Na, was er so Kluges gesagt hat, vielleicht? Gesagt hat er nur, dass wir schweigen sollen, weil wir über die Wahrheit nicht sprechen können. Also, schweigen wir jetzt über ihn? Warum nicht? Also dieses Schweigen ist mir nichts. Wenn ich dich schon hier sitzen habe, hast du deinen grünen Pullover gestern in die Wäsche gegeben? Welchen grünen Pullover? Na, den grünen, den du gestern anhattest. Ich hatte gestern meinen blauen Pullover an. Ich habe gar keinen grünen Pullover. Doch, hast du. Und den hattest du gestern getragen und dann ist dir Tomatensoße draufgetropft. Die rote Tomatensoße ist auf meinen blauen Pullover getropft. Grün ist der, ganz sicher. Also manchmal denke ich, du bist farbenblind. Ich kann immer noch sehr gut sehen. Ach so, das habe ich ja gemerkt, als du die Tomatensoße auf den Teller tun wolltest. Und jetzt willst du mir blau für grün vormachen. Und alles muss immer so sein, wie du es siehst. Grün ist der Pullover. Blau. Türkis ist der. Und jetzt Ruhe, Leute. Ach so.